Ja, willkommen zurück. Wir stehen vor Amru. Im Tempel von Ashtot. Wir haben ihm sein Drachenblut gebracht und mal gucken, ob er mir die Schrift der Schwarzmagier beibringen kann. Vielleicht kann ich dann die Buchdinger da lesen, die Buchstände. Lehrt mich die Schrift der Schwarzmagier. Fangen wir erstmal einfach an. Ich kann dich zu Anfang die Schrift der Adepten lehren. Texte, die in der Schrift der Adepten geschrieben sind, handeln in der Regel von einfachen Zaubern. Es ist die Schrift der Schüler, die ihre Kenntnisse noch vertiefen müssen. Viele Texte, die du hier findest, wirst du damit verstehen können. Aha, das kostet 3 Lernpunkte. Das ist auf jeden Fall wichtig. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass unsere Schriften nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Okay, jetzt kann man noch mehr lernen. Mal gucken. Lehrt mich die Schrift der Schwarzmagier. Die Sprache der Adepten kennst du ja bereits. Die Sprache der Magier ist schon etwas schwieriger. Und teurer? Texte, die in der Sprache der Magier geschrieben wurden, handeln meistens von Zaubern, die jeder gute Magier beherrschen sollte. Auch 5 Lernpunkte. Okay. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass unsere Schriften nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Jetzt steht das hier nochmal. Ich speichere mal kurz ab. Und die Musik ist wieder an. So, gibt's noch mehr? Lehrt mich die hohe Sprache der erwählten Belias, also der höchsten Magie Belias, ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. Sie wurde geschaffen, um besonders große Zauber mit zerstörerischer Kraft vor den Blicken der Laien zu verbergen. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Auch 10 Lernpunkte. Jo, Sprache der Wilden. Geh hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass unsere Schriften nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Ja. Das hast du vorhin auch schon. Schon wieder. Ich gucke erstmal ins Logbuch rein, was da alles steht. Also, die Okay, das steht bestimmt unter allgemeine Infos. Immer nachgucken. Du, Lehrer bei Schwarzmagiern. Okay, Giftherrscher, Lehrer bei den Schwarzmagiern. Einmal so kann mich den 4. und 5. Magiekreis beibringen. Außerdem kann er meinen Mana steigen. Okay, der Schwarzmagier Radomir kann mich in die Kunst der Alchemie unterweisen. Und Amru kann mir das Lesen der Schwarzmagier-Schrift beibringen. Das ist jetzt die Info, die Schrift der Schwarzmagier. Was ich beherrsche. Amru kann mir beibringen. Und den 6. Kreis. Moment. Amru kann mir die Schrift der Schwarzmagier beibringen. Ich sollte diese so schnell wie möglich lernen, da mich die Assassinen möglicherweise bald durchschauen werden. Außerdem muss ich die Schrift der Schwarzmagier kennen, um bei Tartaron später den 6. Kreis der Magie zu lernen. Ja, das ist logisch. Ich beherrsche die Schrift der Adepten. Also hier Grundschule, ne? Ich beherrsche die gewöhnliche Schrift der Schwarzmagier. Das ist ja schon Hauptschule. Ich beherrsche die hohe Schrift der Schwarzmagier. Realschule, vielleicht gibt es ja noch Gymnasium. Ich weiß es nicht. Weil hier noch eine Option steht. Lehrt mich die Schrift der Schwarzmagier. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Okay. Du beherrschst jetzt die Schrift der Schwarzmagier. So, hoffentlich kann ich die solche Sauklauen auch lesen. Ich soll das ja auch mal gleich ausprobieren. Hier zum Beispiel an dieser Buchkommode. Ich kann es jetzt lesen, ne? Ah. Verstehe. Altes Magiewissen probieren. 161. Ja, das ist gut. So, vielleicht sollte ich mal auf meine Potenz gucken. Oh, 33 Lernpunkte noch. Aber ich bin noch im 3. Kreise. Dreh ich im Kreise. Gut, dann lesen wir die Buchkommode. Verstehe. Jawoll. Ja, versteht aber schnell. Achso, Spruchrollen schreiben. Zweiter Magie. Nee. Das, jetzt habe ich mal wieder zu. Steht der Schreibpult, nicht Buchkommode. Ja, wo gab es denn noch mehr Buchkommoden? Komme ich hier eigentlich rein? Ohne Nein. den richtigen Schlüssel kriege ich das Tut nie Tut mir auf. Leid. Hier kam ich auch nicht rein, ne?
Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nicht. Oh, sorry. Du musst ja gucken, dass du in die Türe reinkommst. Ich konnte irgendwo rein, das weiß ich. Und ich meine noch irgendwo andere Buchständer gesehen zu haben. Ja. Eventuell. Fenzefell hier. Nee. Ah, hier ist wieder dieser Radomir. Ja. Das haben wir ja schon erledigt. Da, ja, klar. Hier ist noch eine Buchkommode. Radomir. Zeig es mir. Ich verstehe es doch jetzt endlich. Verstehe. So, wie viel haben wir denn jetzt insgesamt? 167. Ich bin ein Eingeweihter. Okay, bis 175 sozusagen. 167 Points. Das muss ich mir nochmal durch den Schädel gehen lassen. Wie das mit den Magiewissen ist und ab wann man in den Kreis kommt. Also in den richtigen Kreis. Ja, liebe Zuschauer, die Bibliothek ist für uns noch immer verschlossen. So, und hier gibt es auch kein... Oder? Nee, doch, hier kann man auch... Ach nee, das waren ja die 13 Betten. Die 13 Bettenkammer. Bo. Hackam. So, das war jetzt eigentlich alles? Oder wie? Oder was? So, Hackam. Kannst du mir noch was sagen? Nein, er will mir nichts mehr sagen. Er kann es auch noch nicht mehr. Bam, bam, Media-Kämpfer. Was jetzt? Ja, ich gehe nochmal zurück und zwar... Nee. Und zwar da, wo die... Wo er hier steht, genau richtig. Ich möchte mal wissen, was da drin ist. Reinkommen tue ich ja nicht. Ach, schaut einer mal guck. I Google's Law, würde der Eifler sagen. Da geht's irgendwie runter. Weil reinkomme ich ja nicht. Das wissen wir. So, jetzt haben wir also sozusagen... Ach, Moment, ich muss noch mal was gucken. Und zwar stand da noch fett gedruckt der Tempel von Ashdod. So, ich kenne nun die Schrift der Schwarzmagier. Tempelbibliothek. Ach, Moment! Amru scheint im Tempel der wichtigste Mann für mich zu sein. Mal sehen, ob er mir die Schrift der Schwarzmagier beibringen kann. Und ich kann mich in der Tempel... Und ob er mich in die Tempelbibliothek lässt. Diese Option habe ich bei ihm gar nicht gesehen. Vergewissern wir uns nochmal, Leute. Das heißt also, Sport hält dich fit. Ja, nicht hinfallen. Ob er mich in die Tempelbibliothek reinlässt. Das heißt also, vielleicht hat er mir heimlich den Schlüssel untergeschoben. Habe ich das überlesen, weil das ist ja... Ne? Okay. Hallöchen, das sieht da... Oh, ein Almanac. Sports Almanac. Nee. Nee. Der war cool. Okay, hier heißt es Almanach. Also ein Almanach ist für mich ein Buch. Aber warum da jetzt ein Schalter? Wahrscheinlich Zugang zu diesem Buch als Almanach. Ich weiß es nicht. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich finde es spannend. So, lesen. Verstehe. Boah. Cool. Das heißt, wir können auch hier Sachen nehmen. Laborwasserflasche, ein leeres Blatt Papier, ja, für Dings, Schriften zu malen, zu zeichnen. So, und einen... Ah, und eine Truhe. Ja, die ist natürlich wieder mal... verknackt, verschlossen, die jetzt zu knacken gilt. Eben mal kurz was holen und dann mal die Kombi aufschreiben. Wegen meiner Merkfähigkeit fangen wir also an. Du siehst aber schlecht aus. Fangen wir mal diese Version an. Okay, hört sich gut an. Mist. Was haben wir denn da? Oh, gibt wieder weitere Schlüssel. Uiuiui, ein Puzzle nach dem anderen. So, Laborwasserflaschen. Ja, da habe ich genug von Aquamarin. Und Ashdod Türschlüssel. Ein Türschlüssel gefunden in der Schwarzmagierbibliothek von Ashdod. Kann natürlich sein, dass es... Ja, ich glaube, er ist es. Oh, ich speichere mal ab. Und dann werde ich mal hier am Alchemietisch gucken, was ich alles hier machen kann.
zurück. Also ich kann ja hier noch Tränke herstellen. Mal gucken, was ich alles für spezielle Tränke brauen kann. Also das mache ich alles im Off und berichte dann weiter. So, ich habe mal drei Geschicktränke gebraut. Wo sind sie? Da. Genau, richtig. Elixier der Geschicklichkeit. Oh, ich brauche ein paar Lebenstränke. Die kann ich aber jetzt diesmal nicht brauen. Die müsste ich dann kaufen. Schauen wir mal auf unsere Potenz. Oh, Stärke 170, Geschick 170. Das ist ausgeglichen, liebe Leute. Was haben wir denn noch hier? Sonst nichts. Gucken wir weiter, immer weiter. So, das sind Absperrungen. Hier mal gucken, ob hier in diesem Ding auch so ein versteckter Schalter ist. Bist du ein Schalter, Alter? Fackel, Mann und Söhne? Nee, das ist wahrscheinlich... Okay, machen wir mal sicherheitshalber wieder zu. So, und hier nochmal kurz gucken. Nein, auch nicht. Hier kurz... Ich hab's gerade gesagt. So, von wegen, vielleicht ist ja die Fackeln Schalter. Kennen wir ja. Ich kenne das aber mehr so zum Umdrehen. Ah, coole Sache das. Ah, echt geheim. Ach ja, ich kann ja wieder schreiben, aber immer nur noch. Ich brauche erstmal bessere Magiekreise. Aber hier kann man ja noch was. Da ist eine Schreibfeder, aha. Lesen. Verstehe. Ja, Feder zum Schreiben kann man nie genug haben, ne? Werbegeschenk vom Kloster, vom Tempel, meine ich. So, guck mal hier. Ist hier irgendwie noch was? Zappel, zappel. Nein, nix. Hier eventuell noch was. Ah, ist ein bisschen... Ah, dahinter befindet sich was Großes hinter der Tür. So, bist du auch noch mal hier so ein Drehlaternchen? Nein. Speichern mal. So, in der einen Kammer habe ich ja einen Schlüssel gefunden. Und zwar will ich wissen, ob das eventuell der hierfür ist. Da gucke ich erstmal durch im Off. Nee, bis auf diesen Schlüssel, Ashdod Bibliothekenschlüssel, habe ich, soweit es geht, nicht erblicken können bei diesem Schlüssel durcheinander. Aber trotzdem, gucken wir mal hier rein. Okay, hier gibt es noch mehr. Das ist ja oberlustig hier. Das heißt, bestimmt wieder hier. Nein. Auch hier nicht. Ah, hier liegt was. Verwandlung Fleischschwanze. Aha. Und wenn wir genau hingucken. Aha. Dann gehen wir doch mal rein. Als Fleischschwanze Magie. Hier bist du. So, und das fällt mir eigentlich hoffentlich sofort auf. So, und während ich hier so rumgucke, entdecke ich hier plötzlich ein Buch, welches heißt Schrei der Toten. Wann habe ich denn das bekommen? Schreibt mal bitte rein. Braucht kompletten Mana-Vorrat auf. Schaden 666. Wert 2000. Was muss ich damit machen? Ich werde es noch nicht öffnen, weil es ist kein Spruch, es ist ein Buchsymbol. Für mich. Naja. Ja, da ist sie, die Fleischschwanze. Okay. Wurde nicht richtig dargestellt. Belegen wir mal und... Ach, ist der süß. Schön. Zack, jetzt sind wir wieder hier. Sicherheitshalber gibt es zwei Schalter. Okay. Aber wir haben ja noch eine Buchkommode zu lesen. Und mal gucken, wie viel Magi haben wir denn jetzt? Oh, 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 oh. Sehr gut. Verstehe. So, magisches Vision plus 3. Wir haben jetzt sozusagen jetzt hier Quest, das Herstellen von Spruchrollen. Jetzt bin ich mal gespannt. Das Herstellen von Spruchrollen. Das ist keine Quest, das ist eine allgemeine Info. Ich beherrsche jetzt die... Ja, Lehrer bei... Herstellen von Spruchrollen. Guck ich mal eben. Da ist es, ein paar Zeilen weiter runter. So, Feuerball, einmal Pech. Ich kann nun den dritten Magiekreis lernen. Ich kann nun den vierten Magiekreis lernen. Das hört sich gut an. Ah, also das ist, finde ich, auch mal wieder so eine schöne, entspannte Folge.
Nach diesen ganzen Kämpfen mit dem Urdrachen in der letzten Folge. Okay, alles klar. Ja, 6 Schwefel, 5 Gletscherquarz, 55 Jolt. So soll es sein. Was verbirgt sich hier denn noch? Haben wir irgend noch was? Nein, okay. Dann werden wir mal gucken. Der Schalter ist bestimmt für dieses Tor zu meiner Linken. Dieser Schalter ist bestimmt für irgendwas, sich anders aufgemacht hat. Ja, das ist dann das. Hier, Verwandlung Blutfliege. Okay. Okidoki. Oh, was mache ich denn jetzt hier? Nee, nix. Ach, ist das offensichtlich. Es ist so schön. Es ist so herrlich, herrlich, herrlich. Ach ja, auch hier mal durchfliegen. Ja, jetzt sind wir durchgekommen. Damit wir auch wieder rauskommen, werden wir hier diesen Schalter. Aha. So, altes Buch. Was nu? Oh, ist das noch ein Schalter? Was passiert? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Hat sich hier was geändert? Okay, erstmal hier die Buchkommode lesen. Verstehe. Ja. Dann die Truhe knacken, meine ich natürlich. Wieder mal. Ja. Okidoki. 2 Perlen. Leeres Blattbeerkristall. Okay. So, was hat es denn jetzt hier mit dem alten Buch auf sich? Da habe ich auf jeden Fall was ausgelöst. Hier habe ich einmal ausgelöst. So, Dille, ich höre nix. Ach so. Okay, das war das für da hinten. Dann nochmal. Ah, ist ein bisschen ulkig. So, jetzt klappt das. Aber wie komme ich hier wieder raus? Als Fleischwanze bin ich ja wieder rausgekommen. So, altes Buch. Nochmal. Muss ich nochmal eine Blutfliege verwandeln lassen? Ja, das ist jetzt aber ulkig. Mal gucken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, warum ich 2-mal Blutfliege brauche. Ach ja, habe ich ja schon. Oder was es, wenn ich es rauskriege, mit dem alten Buch auf sich hat. Als Schalter. Ich glaub's jetzt nicht, ne? Ich glaub's jetzt nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Nicht stechen. Ich komme nicht mehr raus, liebe Leute. Ich bin reingekommen, bin aber nicht rausgekommen. Das heißt also, ich hänge hier fest. So, ich habe eine Brille auf und bin trotzdem blind. Also, es war nämlich folgendermaßen. Dieser Schalter hier. Ich habe natürlich im Off ein bisschen hin und her geguckt und überhaupt. Der macht nämlich das auf. Das habe ich wohl im ersten Moment nicht mitgekriegt. Wir haben dafür dann aber sozusagen, was ist das? Da gibt es bestimmt auch einen Schalter für. In Bibliotheken oder überhaupt solche Gemächer sind sehr, 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 sehr geheimnisvoll. Ich speichere mal. Gar nicht gemacht. Natürlich habe ich gespeichert, bevor ich da
den versteckten Schalter da betätigt habe. Also Blutkommode, Blutkommode, Buchkommode, lesen. Lesen und verstehen. Das wird wahrscheinlich der Titel meiner Folge sein. Und die Truhe wieder mal knacken. Okay. Heidenei, Arcanum Golum. Warum kenne ich das? Arcanum Golum. Gleich gucken um. Da werden wir gleich mal gucken um. Unter Rüstungen, Artefakte, nein, Magie, Schriften. Deswegen kommt es mir bekannt vor, weil ich es nämlich zweimal habe. Naja, doppelt hält besser, ne? Eisgolem erschaffen, Feuer- und Lava-Golem. Der Hinweis, um Sprüche herzustellen, so ist meine Denke jetzt. Okay, den Raum haben wir durch. Gut, hat's denn hier noch einen geheimen Schalter? Hier habe ich gar nicht geguckt. Moment mal, betätigen wir den, der wird wahrscheinlich das Ding hier schließen, richtig. So. Oh, jetzt brauche ich nur einmal hebeln. Gut. Was ist denn das hier für ein auffälliger Schild? Aha! What was the matter jetzt passiert? Wo sind wir jetzt? Rechts rum bestimmt? Nick Knatterton. Habe ich als Kind sehr viel das Comic gelesen? Jesus Christ. Leute, ich muss erstmal ein Kompliment an euch aussprechen. Also an die Macher dieser Modifikation. Jetzt gibt es hier brennende Tore. Ich glaube, da gehe ich mal nicht durch. Was ist denn das? Snoke. Oh, Snoke. Oh, guck mal. Ein Schalter. Hä? Volle Überraschung. Was passiert jetzt? Er kloppt da jetzt drauf rum. Und ich glaube, ich muss es unterbrechen. Ich weiß es nicht. Ach so, okay. Snoke. Also doll, der Snoke. Also das macht jetzt Spaß. So, okay, lesen. Verstehe. Wie viel haben wir jetzt? Okay, bis 200. Wir haben 185. Das ist cool. Snoke. Speichern mal. So, auf zur nächsten Truhe. Guck mal, was du hast hier, eh? So. Das hat ja lange gedauert. Okay, ein leeres Blatt. Für diese Kombo gibt es nur so wenig Sachen. Okay. So, sauen wir doch mal, ob es hier noch irgendwie was Verstecktes gibt. Knipsel, Knipsel, Knapsel. Vielleicht eine Fackel hier eventuell? Nein. So. Schalter, okay. Schalter für was denn? Immer auch die inneren probieren. Richtig, okay. Dann gucken wir nochmal. Alles klar, du tust. Dann bist du auch hier ein Schalter, ein Drückerchen-Schalter. Geht auch. Oh, Vorsicht! Stechender Teppich! Die Textur kenne ich nämlich nur zu gut. Auf der einen Insel nämlich. So, jetzt muss ich mal gucken. Wie mache ich das? Nehmen wir dich mal hier. Okay, ich kann durchspringen eventuell. Gucken. Ja, das dürfte klappen, indem... Jetzt ist es aber... Okay, die Türen sind genauso hoch. Und ich kann für nichts garantieren. Versucht, macht klug! Hä? Uiuiuiuiuiuiui. Ich bin nicht getroffen. Ja, nee, ich stehe mitten in den Dorn. Aua. Nochmal springen geht. Geht. Verdomme. Das war jetzt niederländisch. Verstehe. Hammer. So,
nach meiner Schlussfolgerung dürfte dann hier... Ach, genau, das Gestachel dann. Moment. Ja. Okay. Oh, immer schön prüfen. So, hier, Buch des Wissens. Okay, das haben wir jetzt auch. Das Buch des Wissens. Gucken wir mal nach. Das müsste das hier sein. Verstehe. 5 Lernpunkte. Was haben wir noch? Ja, genau. Denn die Wissensbücher verschwinden dann immer, nachdem man es gelesen hat. Jetzt haben wir wieder eine lustige Truhe. Great. Oh. Feuerring, der nur einmal benutzt werden kann. Oh, schreibe ich mir gleich mal auf. Feuerring, ein X, also einmal. Dann haben wir wieder geheiligtes Wasser, geweihtes Wasser, schwarze Perlehümme. Okay, okidoki. So, haben wir denn hier auch alles? Ja. Super. Moment mal, Feuerring einmal. Aufgeschrieben, der nur einmal benutzt werden kann. Leute, das ist hier doch wohl offensichtlich, was jetzt hier zu tun ist. Dum di dum di dum di dum. So, das war unter Artefakte. Richtig, dann nehmen wir mal ihn hier weg, den Ring der Geschwindigkeit, und suchen uns den Feuerring. Da ist er. Feuerring, der nur einmal benutzt werden kann. Schutz vor Feuer 500. Mine Herren. Ja, dann... Oh, Quest die Grabkammer. So. Schätze mal. Was ist los? Aua! Aha, put. Ich war der Meinung, dass der Schalter, der wo... Aua, geht doch mal ein bisschen weiter. Der, wo hier rechts neben dem Feuer ist, dass er das Feuer ausmacht. So wie bei einigen Ego-Shooter-Games. So, lesen wir erstmal die Quest der Grabkammer. Hm, wo ist denn das? Erfüllte Mission auch nicht. Jetzt suche ich die andere Quest dort. Ja, irgendwie vor lauter Aufregung konnte ich das jetzt nicht finden. Hm. So, was heißt das denn jetzt nun? Was muss ich machen? Hier an das Feuer will ich nicht rantreten, oder? Erstmal gucken, ob hier eine versteckte Schalter ist. Nein. So, und hier ein versteckter Schalter. Nein, auch nicht. Ah, toll. Ja, das ist der Schalter. Er ist zu weit entfernt. Speichern wir. Okay, dann versuche ich es nochmal ganz vorsichtig. Also doch. Muss ich nur ganz am Rand gewesen sein. Ja, auch schön. So, hat es denn auch das hier ausgemacht? Nein, hat es nicht. Wenn ich wüsste, was das hier für eine magische Wand ist, bei der ich kaputt gehe. Ich habe ja diese Quest nicht gefunden, diesen Questeintrag mit der Grabkammer. Hm. So, an dieser Stelle schalte ich mich mal wieder zurück, beziehungsweise ihr habt ja gesehen, ich habe das Feuer ausgemacht. Und jetzt ist ulkigerweise hier diese Regenwand weg. Frage ich mich, wie kommt das? Weil ich habe das Spiel nochmal ausgemacht und nochmal neu gestartet und dann den Speicherstand nochmal genommen, bevor ich hier an den Schalter gekommen bin. So, wunderbar. Gut, und dann... Und trotzdem gehe ich hin, das habe ich jetzt nicht gewusst. Okay, noch ein Versuch. Gehen wir mal ganz rechts. So. Okay, das geht. Jetzt gehe ich mal wieder zurück. So, warten, bis das Feuer völlig erlöschen ist. Okay, du bist noch aus. So, mal gucken. Nee, toll. Das Feuer ist zwar erloschen, aber es wird nicht angezeigt. Wahrscheinlich ist der Renderer schuld. Hä? Okay, eben mal durchs Feuer gesprungen, welches nicht sichtbar ist. So, und was ist hiermit?
Hier komme ich durch. Ja. What is the matter denn hier? Gut, dann werde ich mich erstmal hier aufladen. Vollheilung. Okay. Naja, ist natürlich wieder ein Eintrag wert in den Kommentaren. Verstehe. Okay, haben wir das auch geschafft. Ups, bin schon über der Zeit. Naja, ich mache die Truhen sowieso in Schnellmodus. Verstehe. Wunderbar. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? Oh, fehlen mir nur noch 6 Punkte, also 2 von diesen Buchkommoden. Das wird eine Halbkommode sein. Oder ich habe die schon jetzt eben gelesen? Nein. Verstehe. Okay, nur noch eine, dann haben wir wieder so viel. Gut, bevor ich die Truhe... Oh, da liegt was. Jolt. Da liegt Jolt. Apropos, in den Ecken gucken. Vielleicht gibt es auch wieder Sprüche. Nö, gibt es keine Sprüche. Okay, bevor ich die Truhe knacke, verabschiede ich mich hier für diese wirklich schöne Lesenfolge. Also, Lesen bildet ja auch. Schreibt mir einen Kommentar, auch wie eben erwähnt. Und wie immer einen Daumen. Bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.